dachte, das sind irgendwelche Einbrecher, sage ich mal so. Man kommt ja nicht auf die Polizei oder aufs SEK. Und dann ging es blitzschnell, niedergestreckt, sozusagen hinlegen, hinlegen, hinlegen. Und dann habe ich da gelegen, Hände auf den Rücken und dann, ja. Wir haben uns gefühlt wie Schwerverbrecher. Ja, man ist völlig machtlos. In meinem Kopf waren nur die Kinder, der Martin war oben in seinem Bett. Ich habe gedacht, was passierte hier? Ich hatte um meine Eltern Angst. Wäre einfacher gewesen, einfach mal vorher nachzugucken, observieren. Irgendwann haben wir dann gesagt, ja, wir wollen diese öffentliche Stellungnahme haben. Da hat er gesagt, nee, die Polizei darf sich nicht für sowas entschuldigen. Sauer bin ich schon, natürlich. Man, sowas kann man nicht von heute auf morgen vergessen. Ich denke mal, die haben hier vor der Tür gestanden mit drei Leuten an dem Rambock. Ich stand ja wie gesagt hinter der Tür. Ich habe die Schläge gehört von innen und bin dann von hinten ran und habe die Tür aufgemacht. Weil ich wusste ja nicht, was vor der Tür steht. Ich habe ja nicht durchs Fenster geguckt oder sowas. Habe die Tür wie gesagt geöffnet und dann ging es blitzschnell. Also die Füllung, den Rahmen außenrum. Wie gesagt, die Tür ist aber so stabil eingebaut, dass sie nicht zu öffnen war von außen. Mir wurde nur gesagt, wir hätten dann als nächstes gesprengt. Habe ich mir gesagt, gut. Wenn man gleich eine Tür sprengen muss, nur weil man nicht einfach mal klingeln könnte, sag ich mal so. War ja dann freundlich, hab sie dann aufgemacht, aber dann ging es blitzschnell. Ich habe dann gelegen schon mit meiner Frau. Also. Ja, bitteschön. Ja. Ich würde sagen, hier wohnt nämlich eine friedliche Familie, wie das Schild schon aussagt, mit Namen, mit den Bildern. Ich meine, die sehen nicht genauso aus wie wir, aber eigentlich sagt es ja schon eine Menge aus. Okay, stopp. Zuständigen Beamten haben gesagt, das ist keine Haustür. Für mich sieht das aus wie eine Haustür, hat ja Briefkästen, Klingelknöpfe, einen Drücker. Man hätte so auch einfach aufmachen können oder man hätte auch mit dem Rambock durchlaufen können, weil so stabil wie unsere Tür ist die nicht. Wäre einfacher gewesen, einfach mal vorher nachzugucken, observieren. Was ist das denn?
rufen, bitte? Anni, Hilfe! Anni, komm mal schnell runter! Super. Hilfe, komm mal schnell runter! Los geht's. Hinlegen. Hinlegen, hinlegen. Ruhe jetzt. Los geht's. Hinlegen. Hinlegen. Hinlegen, bitte. Ja, ich dachte erstmal, es wäre irgendwie ein Feuerwehreinsatz und so. Ich habe gar nicht an Polizei oder so gedacht, aber es war schon erschreckend. Ja, also zwei kamen dann in mein Zimmer und haben dann so mich angeguckt und die ganze Zeit. Man muss dann so sitzen bleiben und so und haben auch nicht mit dir geredet oder so. Wusste erstmal gar nicht, was los ist. Passieren. Ja, ich finde, die hätten erstmal klingeln können oder so, weil man erkundigt sich ja, wer hier überhaupt wohnt. Ich meine, Familie. Nochmal zur Tür gucken. Nur ich habe gehört, dass Bram, ich dachte, das wäre Einbrecher, aber die sahen ja wirklich so aus mit angeladenen Waffen. Und das war ganz schön blöd. 10 Männer und Hunde kamen ja rein. Ich habe gedacht, was passierte hier? Und ich dachte, das wäre ein Traum, aber es war ja keiner und ich hatte ziemlich große Angst. Ich habe mich dann versteckt, ja, und... Das war ziemlich blöd. Ich hatte um meine Eltern Angst, ich hatte um meine Familie Angst. Ich habe mich gewundert, was sein kann. Ich habe gefragt, was ist. So. Ja. Dann los geht's. Und ein bisschen fahren, genau. Okay, einfach nur so ein bisschen, genau. Los, bitteschön. Frau Martin, wie geht's dir jetzt? Gut. Ja? Spielst du schön? Mhm. Dein Polizeiauto? Ja. Und wo ist dein anderes Polizeiauto? Weiß ich nicht. Dann musst du mal richtig suchen, ne? Das habe ich wieder verloren. Na, dann sagst du Bescheid, wenn du es hast. Oder ja? Max hat's. Na, Martin, spielst du schön? Mhm. Wie geht's dir denn jetzt? Besser als vorhin. Ja? Das ist ja super. Ne? Wo ist denn dein anderes Polizeiauto? Bei Oma. Ja. Müsstest du mal anrufen, dann kannst du es ja nochmal rüberholen.